Sehr geehrter Herr Landrat Eibes, sehr geehrter Herr Bürgermeister Dennis Jung, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, liebe Zilli, lieber Hermann. Die rheinland-pfälzische Kommunalordnung gibt den Kommunen und damit auch der Ortsgemeinde Haßborn das Recht, Personen, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Es ist die höchste Auszeichnung, die unsere Gemeinde vergeben kann. Bisher wurde diese Auszeichnung noch nie vergeben. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist deshalb ein Zeichen höchster Wertschätzung. Der Ortsgemeinderat Haßborn hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 einstimmig beschlossen, Frau Cecilia Simon und Herrn Professor Dr. Dr. Hermann Simon das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Haßborn zu verleihen. Mit dieser Ehrung will die Gemeinde Haßborn nicht die beruflichen Leistungen von euch ehren und bewerten. Dafür sind wir als Gemeinde viel zu klein. Da gibt es bedeutendere Einrichtungen und Institutionen, die diese Ehrungen und Würdigungen schon vorgenommen haben. Hermann Simon, geboren in Haßborn, beruflich und persönlich bekannt in vielen Ländern unserer Erde, gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftlern in seinem Fachbereich. Obwohl er in vielen Ländern schon tätig war, ist er immer Eifelaner und Haßborner in seinem Herzen geblieben. Wie wir landläufig sagen würden, ist er einfach geblieben. Natürlich spricht mit jedem einheimischen Haßborner Dialekt, aber mit einem deutlichen Blick dafür, was wir in der Politik vor Ort ändern sollten, für was wir uns einsetzen sollten, damit die Eifel, unsere Heimat, für jede Art von Arbeitnehmern und jungen Unternehmern attraktiv wird und bleibt. Hermann ist mit seiner Frau Cecilia und seiner Familie häufig in Haßborn. Immer, wenn er mir begegnet, hat er immer viele Fragen zu allen Geschehnissen im Dorf. Er hinterfragt alles, er ist an allem interessiert. Er hat sich immer für alle Vorgänge im Dorf interessiert. Cecilia wurde im Hunsrück geboren, genauer gesagt im nördlichen Saarland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich würde sagen, Hunsrück und die Eifel ähneln sich ja ein Dessert als Mittelgebirge und so weiter. Und jetzt habe ich einfach mal eine Hypothese aufgestellt, ob sie stimmt, weiß ich nicht, aber trotzdem möchte ich sie vortragen. Vielleicht haben daher auch eure Herzen zueinander gefunden. Wer weiß, das müsst ihr beide ja mal wissen. Cilli hat mir schon sehr früh angeboten, du zu ihr zu sagen. Das hat mich sehr gefreut. Sie hatte nie Berührungsangst, hat sich genauso immer für das Dorfgeschehen interessiert und hat, wo sie konnte, angepackt und unterstützt. Wir wollen heute beiden gemeinsam Danke sagen für das umfangreiche soziale Engagement in unserer Gemeinde. Besonders hervorheben möchte ich die Initiativen im Bereich des Erweiterungsbaus der Grundschule, im Bereich der Außengestaltung der Grundschule, im Bereich des Dreifaltigkeitskapellchen, nach meiner Auffassung ein absolutes Schmuckstück nach seiner Renovierung, im Bereich des Friedhofs oder im Bereich der Unterstützung der Dorfvereine. Ohne die Unterstützung der Familie Simon, ohne Cilli und Hermann, würde es den Erweiterungsbau der Grundschule Haßborn in dieser Form nicht geben. Wenn es schlecht gelaufen wäre, hätten Teile der Schüler der Grundschule Haßborn eventuell zum Standort Laufeld wechseln müssen. Das konnte ich als Ortsbürgermeister natürlich nicht zulassen. Ich kann mich noch sehr gut an diverse Gespräche mit Bürgermeister Dennis Jung über diese Situation erinnern. Auch kann ich mich an unser erstes Gespräch mit Cilli und Hermann über diese Situation in ihrem Haus in Haßborn erinnern. Mit eurer Unterstützung habt ihr erheblich zur Sicherung des Standortes der Grundschule Haßborn beigetragen. Allein dafür ist euch der Dank der Gemeinde schon mal 100% gewiss und ein Applaus mit Sicherheit wert. Erinnern kann ich mich auch noch sehr gut, wie ich im Zusammenhang mit dem Dreifaltigkeitskapellchen
eine E-Mail aus der Schweiz bekam, mit dem Wortlaut: Herr Neumes, wir machen keine halben Sachen. Wenn, dann richtig. Mit anderen Worten, es sollte nicht nur das Notwendigste gemacht werden, sondern eine grundlegende Sanierung. Auch bei diesem Projekt haben Hermann und Silly die wichtigsten Impulse gegeben und für eine fachliche Restaurierung der dortigen, sehr alten heiligen Figuren gesorgt. Ich war und bin heute noch begeistert von dem, was daraus geworden ist. Ich könnte natürlich in der Richtung noch einiges aufzählen. Wenn wir heute auch nicht die beruflichen Leistungen in den Vordergrund stellen wollen, so können wir Hasborner stolz darauf sein, Silly und Hermann in unserer Mitte als Hasborner zu haben, auch wenn ihr Hauptwohnsitz in Bonn ist. Ich bin stolz darauf, euch zu kennen. Ich darf euch jetzt die Urkunden zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts überreichen, wenn ihr bitte dann zu uns kommt. Für mich bleibt in der Zwischenzeit noch die Feststellung, dass ihr euch mit eurem Engagement deutlich aus der großen Zahl der gesellschaftlich Aktiven hervorhebt. Lieber Hermann, ich darf die Urkunde gerade vorlesen für alle. Ehrenurkunde, Herr Professor Dr. Dr. Hermann Simon, geboren am 10.02.1947 in Hasborn, wohnhaft in Bonn, Basteistraße 30, wird gemäß § 23 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und nach einstimmigem Beschluss des Ortsgemeinderates Hasborn vom 16. Dezember 2019 das Ehrenbürgerrecht der Ortsgemeinde Hasborn verliehen. Diese Ehrung erfolgt in Anerkennung der besonderen Verdienste für die Ortsgemeinde Hasborn. Meine Unterschrift. Hermann. Dann Ehrenurkunde, Frau Cecilia Simon, geboren am 8.7.1949 in Kostenbach, wohnhaft in Bonn, Basteistraße 30, wird gemäß § 23 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderates Hasborn vom 16. Dezember 2019 das Ehrenbürgerrecht der Ortsgemeinde Hasborn verliehen. Diese Ehrung erfolgt in Anerkennung der besonderen Verdienste für die Ortsgemeinde Hasborn. Sehr geschehen. Der Gemeinderat hat lange überlegt, was man euch als Erinnerung an diese Veranstaltung und an Hasborn schenken sollte. Viele Pläne wurden geschmiedet und wieder verworfen. Bürgermeister Jung hatte uns dann, Gott sei Dank, auf eine, wie ich finde, sehr gute Idee gebracht. Wir haben eine Reihe von Bildern zusammengetragen, hier insbesondere auch herzlichen Dank an Edgar Koller und Finny Schmitz für die Unterstützung, und haben dann die Wittlicher Künstlerin Anja Strese, die ihr Atelier in Trier hat, gebeten, daraus ein Bild für euch als Erinnerung an Hasborn zu gestalten. Ich persönlich finde es sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Liebe Familie Simon, lieber Dennis Jung, lieber Alle Neumis, lieber Hermann Leister als neuer Ortsbürgermeister von Hasborn, liebe Hasbornerinnen und Hasborner, liebe Gäste, das ist schon ein ganz besonderer Abend heute hier in Hasborn für Sie alle mit vielen ganz besonderen Anlässen. Und bevor ich natürlich zur Ehrenbürgerschaft komme, kann ich heute Abend hier als Landrat natürlich nicht stehen, ohne einem Kommunalpolitiker auch Dankeschön zu sagen. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er Hintergrund verschwunden. Der 30 Jahre in der Kommunalpolitik tätig war, davon 21 Jahre als Ortsbürgermeister hier in Hasborn, lieber Herr Neumes. Deswegen möchte ich zu Beginn meiner Ausführungen Ihnen auch ein ganz herzliches Dankeschön sagen
für diese langjährige Tätigkeit, die jetzt heute Abend ja schon von verschiedenen auch in besonderer Weise gewürdigt wurde. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen in unterschiedlichen Funktionen und ich kann all das auch nur bestätigen, was hier gesagt worden ist. Ein sehr engagierter Ortsbürgermeister, aber auch ein sehr engagierter Werkleiter, auch das möchte ich an dieser Stelle nochmal besonders betonen, der auch sehr durchsetzungsfähig ist, der seine eigene Meinung hat, die auch zu artikulieren weiß, der nicht immer bequem ist, denn ich glaube, dass bequeme Menschen heute nicht unbedingt immer den großen Erfolg erzielen und deswegen ist es ihnen auch gelungen, ja, im beruflichen Leben, aber auch hier im Ehrenamt für ihre Gemeinde Hasborn diese großen Erfolge zu erzielen, finanziell, infrastrukturell, und das ist eine ganz, ganz hervorragende Leistung und dafür möchte ich an dieser Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, möchte alles erdenklich Gute wünschen, dass sich die vielen Wünsche erfüllen, die auch für den neuen Lebensabschnitt dann jetzt bei Ihnen noch vorliegen. Beruflich geht es ja noch ein bisschen weiter, die berufliche Tätigkeit als Werkleiter, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber es ist ja verlängert worden und insofern werden Sie ja beruflich noch ein wenig unterwegs sein. Aber dies alles zusammen, auch das ist gesagt worden, da kann man nur den Hut vorziehen, mit welch hoher auch zeitlichen Belastung Sie das alles geleistet, in Kauf genommen haben, uneigennützig in Kauf genommen haben. Und wenn man dann auch noch den Katastrophenschutz dazu nimmt über viele Jahre, was ja auch nochmal besonders erwähnt werden muss, als ehrenamtlicher Vielkämpfer unterwegs gewesen zu sein. Also von meiner Seite großen Respekt, große Anerkennung und ich möchte heute Abend auch als Landrat Ihnen dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen und ein Weinpräsent überreichen. Ja, Gratulation von meiner Seite natürlich auch an den neuen Ortsbürgermeister und seine Beigeordneten. Schön, dass es gelungen ist, in Hasborn die Führungsspitze nochmal neu zu besetzen. Muss natürlich als Vizepräsident des Fußballverbandes sagen, dass es mir leid tut, den langjährigen Vorsitzenden des Sportvereins verloren zu haben. Ich hoffe, dass ihr da schon eine gute Nachfolgeregelung gefunden habt. Es zeigt aber auch eines, dass jetzt nach langem Hin und Her ein Ortsbürgermeister gefunden wurde, der aber gleichzeitig deswegen ein anderes Ehrenamt aufgegeben hat. Das ist ja auch das, was wir eigentlich so immer... Gibt. Aufgeben wird, ich korrigiere. Verändert aber nicht meine Grundaussage. Und das trifft ja eben auf Hajo Neumes ja auch zu. Was natürlich dann auch ein bisschen die Probleme bereitet bei uns in den Ortsgemeinden, ist ja, dass diejenigen, die unterwegs sind, meistens ja keine Einzelkämpfer sind, sondern eben an vielen Fronten unterwegs sind. Das führt dann mitunter natürlich sehr schnell auch irgendwo zu Überlastungen, sodass man dann natürlich irgendwann das Ehrenamt auch nicht mehr mit so viel Freude wahrnimmt, wie das grundsätzlich auch der Fall ist. Und deswegen ist es hier letztlich auch so. Alles zusammen funktioniert nicht. Jetzt ist es der Ortsbürgermeister, der Sportverein wird dann hoffentlich natürlich unter neuer Führung genauso erfolgreich weitergeführt. Die Anlage hier ist ja hervorragend, Dennis Jung hat es gesagt, es ist auch ein besonderer Sportverein. Ich durfte hier auch schon, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar gegeneinander hier einige Kämpfe nebenan geführt haben. Aber eins hat mich natürlich an dieser Stelle ganz besonders gewundert heute Abend, dass es doch ganz besonderer Drohungen bedarf, bis man endlich einen Ortsbürgermeister findet. Ich bin ja jetzt auch ein Hunsrücker, kenne mich da ja nicht so genau aus, aber die Drohung Kreimerath muss doch eine sehr nachhaltige sein, wenn damit sich dann endlich ein Ortsbürgermeister findet. Und dass dann der Verbandsbürgermeister weiß, wie er dann solche Drohungen ansetzt und wann er sie ansetzt und dass man dann auch einen Ortsbürgermeister findet. Wobei aber, Scherz beiseite, Dennis Jung hat vorhin richtigerweise nochmal einen Appell an Sie alle gerichtet, dass natürlich dann, wenn man eigenständig kommunalpolitisch unterwegs sein will, und das ist ja in unseren Strukturen in Rheinland-Pfalz auf der Ortsgemeindeebene der Fall, dass es dann auch Menschen geben muss, die bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Wie Sie alle, die Sie jetzt als Ortsbürgermeister, Beigeordnete oder Ratsmitglieder im Gemeinderat unterwegs sind, dann stellvertretend
für die Menschen, die Sie gewählt haben, dann noch Entscheidungen für die Zukunft Ihres Ortes treffen. Das ist gut, das ist wichtig und das ist richtig, dass es solche Menschen gibt. Aber wir alle müssen uns auch ein Stück weit die Frage stellen, warum es immer weniger gelingt und immer seltener, egal ob über die Urwahl oder über die Wahl durch den Gemeinderat, solche Menschen zu finden, die sich dafür bereit erklären. Und deswegen will ich heute nochmal neben dem Dank, dass ich an Sie richte, die sich dazu bereit erklärt haben, noch einmal an Sie hier in Hasborn, nicht nur in Hasborn, sondern eigentlich an alle Bürgerinnen und Bürger in unseren Ortsgemeinden nochmal den dringenden Appell richten, dass die Menschen, die sich letztendlich dafür bereit erklären, das nicht für sich selber, sondern für sie alle tun, von ihrer Seite auch die entsprechende Unterstützung erhalten. Man macht sich nicht immer Freunde, Dennis, du hast es gesagt, es sind nicht immer einfache Entscheidungen. Man muss auch mal Dinge entscheiden, die nicht jedem Bürger im Ort ganz recht sind. Aber gleichwohl bitte ich immer darum, dass man diesen Ratsmitgliedern, diesen Ortsbürgermeistern, den Respekt entgegenbringt, den sie verdient haben. Immer dabei daran denkt, dass sie nicht für sich, sondern für sie alle in den Dörfern unterwegs sind. Und dann sollte es uns gemeinsam gelingen, unter Anerkennung und Respektierung auch der Grundregeln der Demokratie, dass wir vielleicht auch über noch viele Jahre hinweg in unseren Ortsgemeinden auch Menschen finden, die bereit sind, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Denn ohne ihr Engagement können unsere Dörfer nicht existieren. Ein Dankeschön an Sie, ein Appell an Sie alle, dass Sie diese Damen und Herren tatkräftig unterstützen. So, und dann komme ich damit zum eigentlichen Thema, weshalb ich ja hier heute auch eingeladen wurde, hier heute Abend auch sehr gerne gekommen bin, zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Eine Premiere in Hasborn, wie wir hören durften. Premiere, dass diese Ehrenbürgerwürde überhaupt überreicht wird. Ich kann mich persönlich nicht an ganz viele Verleihungen von Ehrenbürgerwürden erinnern. Und schon gar nicht an die Verleihung an ein Ehepaar gleichzeitig. Also das ist sicherlich nochmal eine ganz besondere Ausnahme. Und wenn Hajo Neumes vorhin gesagt hat, ja, wir haben ja nur die Möglichkeit, eine solche Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Wir sind ja eine kleine Ortsgemeinde und da sind die Möglichkeiten ja beschränkt. Dieses berufliche Leben, das muss ja an ganz anderer Stelle gewürdigt werden. Ich sage das einer an dieser Stelle mal vorweg, das sind keine kleinen Möglichkeiten. Das ist ein ganz großes Geschenk, das eine Ortsgemeinde jemandem geben kann. Ein sehr, sehr großes Geschenk, ich denke sogar mitunter größer als manche anderen staatlichen Ehrungen. Und über eines bin ich mir sicher, dass die Familie Simon, die Eheleute Simon, das genauso sehen und das genauso würdigen und das auch als ganz großes Geschenk heute Abend empfinden. Ich möchte einen italienischen Dichter zitieren und Literaturnobelpreisträger Luigi Pirandello. Der hat einmal gesagt, es ist leichter, ein Held zu sein als ein Ehrenmann. Ein Held muss man nur einmal sein, ein Ehrenmann immer. Ich sage an der Stelle eine Ehrenfrau natürlich unbedingt dazu. Und ich glaube, wenn es um ein Ehrenbürgerrecht geht, dann passt das sehr genau. Das ist nichts Einmaliges, was da geleistet wurde, weshalb eine solche Auszeichnung verliehen wird, sondern das ist etwas, was einer dauerhaften Lebensleistung gewidmet ist. Und wenn ich jetzt doch einmal nochmal kurz auf natürlich auch den Eifelaner eingehe, der in die Welt hinausgezogen ist, dann muss man sicherlich an der Stelle ein paar Sätze auch zum beruflichen Leben sagen. Lieber Herr Simon, 1947 hier geboren, hier ist Ihre Wiege, Ihre Wurzeln. Ich kann mich an unser Gespräch heute Morgen, ich bin ja sehr froh, dass wir uns zurzeit etwas öfter treffen und sage an dieser Stelle auch nochmal ganz persönlich an Sie ein herzliches Dankeschön, dass ich alle Gespräche, die ich mit Ihnen führen darf, das ist für mich immer eine Ehre, dass das sage ich auch an dieser Stelle, aber auch immer sehr befruchtend, sehr interessant und auf Ihre Erfahrungen und Ratschläge bauen zu dürfen, das gibt einem ein Stück Sicherheit und ich sage an dieser Stelle schon mal dafür ein herzliches Dankeschön und würde mich freuen,
wenn wir das auch so fortsetzen könnten. Denn dies erfahren zu dürfen, was Sie aus Ihrer Lebenserfahrung heraus mitbringen und dann mit dem gleichzeitigen Interesse für Ihre Region, das ist eine tolle Kombination, auf die ich auch persönlich sehr gerne noch weiter bauen würde. Also Sie sind in die Welt ausgezogen, waren langjähriger CEO der Unternehmensberatung Simon Kucher und Partner, waren in der ganzen Welt erfolgreich, haben als erfolgreicher Buchautor die Hidden Champions geprägt, viele Unternehmen überzeugt, in neue Richtungen gebracht und sie von neuen Philosophien überzeugt und hatten dann in dieser Zeit immer eine Partnerin an der Seite, die sie unterstützt hat. Und Sie haben es vorhin noch scherzhaft gesagt, das ist sicherlich auch eine Besonderheit heute Abend, dass eine Hunsrückerin in der Eifel eine Ehrenbürgerwürde erhält. Also, das ist schon eine ganz, ganz besondere Auszeichnung. Ich toppe das noch ein bisschen. Also insofern, wenn es jetzt ein Ranking gibt, Herr Simon, dann würde ich das, die Ehren Ihrer Frau heute Abend insofern noch ein bisschen höher ansiedeln, denn der gebürtige Hasborner, das ist ja noch normal. Also das gemeinsam zu erreichen, Sie waren auch beide sehr erfolgreich unterwegs. Ich sagte, Sie dann als Unternehmensgründer und auch als CEO von Kucher und Partner. Und Sie, liebe Frau Simon, haben ja auch eine Firma gegründet für audiovisuelle Medien, für Bildungsinstitutionen, waren also auch erfolgreich als Unternehmerin unterwegs, haben sich aber auch dadurch ausgezeichnet, dass Sie Ihren Mann immer sehr, sehr, sehr stark unterstützt haben. Das haben wir heute Abend schon mehrfach gehört. Und insofern wissen wir ja alle, egal wo wir tätig sind, dass diese starke Frau im Rücken sehr, sehr wertvoll ist. Und ich will an dieser Stelle dann auch aus Ihrem jüngsten Buch Zwei Welten, ein Leben vom Eifelkind zum Global Player einen Satz zitieren, auch in Richtung Ihrer Frau. Sie managte die Familie, bewältigte den Haushalt, organisierte Feste und entwickelte nebenher eine schöne kleine Firma. Über die vielen Jahre meiner äußerst zeitintensiven Aktivitäten und Reisetätigkeiten hat sie mich stets unterstützt. Darüber hinaus fungierte sie als meine Beraterin. Letztlich die einzige, auf die ich hörte. Ein größeres Kompliment kann ich von einem Unternehmensberater nicht geben. Ich denke, den besonderen Ritterschlag, lieber Herr Simon, haben Sie erhalten. Mit der Aufnahme in den Kreis der 50 weltweit einflussreichsten Management-Denker in die Hall of Fame, Thinkers 50s Hall of Fame. Also ich denke, das ist schon eine ganz, ganz besondere Auszeichnung, die wirklich nicht vielen Menschen zuteil wird, die Sie erreicht haben, was Ihre Tätigkeit, Ihre berufliche Tätigkeit in besonderem Maße auszeichnet. Und ich denke, darauf können Sie gemeinsam ein großes Stück stolz sein. So weit, so gut. Aber all dies hätte bei weitem nicht gereicht, um in Hasborn Ehrenbürger zu werden. Das muss man an der Stelle deutlich sagen. Deswegen kommen wir eigentlich, das war alles schon etwas ganz Besonderes, erst jetzt zu der besonderen Besonderheit. Menschen, die es schaffen, im Dorf geboren zu sein, Platze schwätzen, weil sowieso und wieso wir das nicht machen am Tisch, dann müssen wir dann gleich ändern, wenn ich nochmal runterkomme. Platze schwätzen miteinander, egal wo man in der Welt unterwegs ist, wo man dann auch irgendwann seinen Hauptwohnsitz wählt, nie die Wurzeln der Vergangenheit zu vergessen oder zu verlieren. Nicht nur, dass man ab und zu zurückkehrt, sondern dass man auch gedanklich immer mit der Heimat verbunden ist, und da komme ich nochmal auf unsere Gespräche zurück, sich immer mit der Situation in der Heimat zu identifizieren, nicht zu sagen, ich bin jetzt in der großen Welt, was die da in der Eifel oder im Landkreis Bernkastel-Wittlich machen, ist mir egal, sich immer mit diesen Dingen zu beschäftigen, auch die eigenen Erfahrungen, die sie in der Welt jetzt erfahren dürfen, die Kenntnisse, die sie erlangen, immer noch mal in die Heimat zu projizieren und uns immer mit ihren Gedanken und ihren Ideen zu unterstützen. Das ist das ganz Besondere, immer wieder in die Heimat zurückzukehren, hier mit den Menschen verbunden zu bleiben und dann natürlich darüber hinaus. Und das gibt dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen,
dann auch noch ohne Aufhebens, ohne Aufforderung, ohne dass irgendeiner mal irgendwann betteln oder nachfragen muss, aus eigenem Antrieb heraus, ohne dass das viele wahrscheinlich überhaupt mitbekommen, sozial so engagiert für seinen Ort und für die Menschen in der Heimat tätig zu sein. Das ist eine Kombination, das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, die ich so in dieser Form noch nie kennengelernt habe und die Sie auch mit ganz besonderem Stolz erfüllen kann, die Menschen hier in Hasborn mit besonderem Stolz erfüllen kann und die es auch sicherstellt, glaube ich, dass Sie diese Bodenhaftung, diese Bodenständigkeit, Sie gemeinsam nie verlieren und dass Sie nicht nur gedanklich, sondern in Ihrem Tun, auch in Ihrem Tun, den Menschen hier in der Eifelregion, in unserem Landkreis verbunden bleiben. Und deswegen kann ich an dieser Stelle Hajo Neumes nur wiederholen. Ich bin stolz, dass ich Menschen wie Sie kennenlernen durfte, dass ich mit Menschen wie Ihnen mich unterhalten darf, dass ich von Ihren Erfahrungen profitieren kann. Und wir in der Region können stolz sein, dass unsere Region auch einen solchen Stellenwert besitzt, dass selbst Menschen wie die Familie Simon, die weltweit unterwegs sind, nie vergessen, wie schön es in der Heimat ist und wie wichtig es ist, dass man mit diesen Menschen in der Heimat immer verbunden bleibt. Und deswegen haben Sie A, diese Ehrenbürgerwürde in vollem Umfang verdient. Ich sage Dankeschön dem Gemeinderat, der diesen Beschluss gefasst hat, und Hajo Neumes, dass er Ihnen heute Abend stellvertretend diese Urkunde überreicht hat, und sage nochmal ganz deutlich an Sie beide, seien Sie stolz auf Ihre Lebensleistung, auf dieses besondere Geschenk Ihrer Heimatgemeinde, und ich weiß, dass Sie wirklich diesen Stolz in sich tragen und das in hohem Maße zu würdigen wissen. Alles Gute für Sie, und ich darf nochmal ganz herzlich an dieser Stelle für diese besondere Auszeichnung gratulieren. Blumen verwelken recht schnell, deswegen habe ich gedacht, Frau Simon, ist vielleicht eine Orchidee, etwas langhaltiger, und von dem Geschenk hier in der Holzkiste, denke ich, haben noch Sie beide was. Es ist eine Bernkasteler Badstube Trockenbeerenauslese aus dem Jahr 2011, und Frau Simon, ich bin mir sicher, da haben Sie auch ein bisschen was davon, dass wir da nicht alleine drehen. So, keine Sorge, ich werde es nicht so lang machen wie eben. Aber eben hat es einfach nicht gepasst, muss man sagen. Ja, liebe Cecilia, lieber Hermann, ich will das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber es war mir schon wichtig, auch nochmal ein paar persönliche Worte auch des Dankes zu sagen. Der Hajo hat ja auch von der Grundschule und anderen Dingen erzählt. Und ich will einfach das nochmal aufgreifen, was ich eben auch gesagt habe, weil wir heute Morgen auch der Hermann und ich nochmal anderthalb Stunden zusammengesessen haben und uns ausgetauscht haben, dass dieser Austausch unheimlich wichtig ist, wie unser Landrat das auch gesagt hat, weil es auch mich und uns natürlich nochmal in einer gewissen Art und Weise sensibilisiert. Sind wir einfach auf dem richtigen Weg oder ist man einfach immer in so einem Tunnel drin, wo man meint, man wäre auf dem richtigen Weg, aber eigentlich ist die Entwicklung eine andere. Und ich glaube einfach, dass der Politik insgesamt, aber im Schwerpunkt noch mehr den Behörden und Mittelbehörden an vielen Stellen fehlt, auf die Expertisen von Fachleuten und Experten dann zu hören. Und ich will das an einem Beispiel dann deutlich machen, wo wir uns heute Morgen auch darüber unterhalten haben, weil ich eben schon mal kurz angesprochen habe mit der Bevölkerungsentwicklung in Hasborn. Wenn du, Hermann, in deinen Publikationen schreibst und auch darüber sprichst, dass du davon ausgehst, dass Deutschland in die Richtung von 90 Millionen Einwohnern sich entwickelt, und andere dann von anderen Szenarien sprechen. Und wenn man dann sieht, hier in Wittlichland, und das ist wirklich, und deswegen wollte ich es nochmal hier angesprochen haben, weil heute so viele Leute da sind, weil das wirklich ein großes Problem ist, wenn man hier davon ausgehen, dass wir in den letzten 5 Jahren in Wittlichland in der Verbandsgemeinde 1000 Einwohner hinzugewonnen haben.
Da kann man natürlich sagen, in Hasborn waren vielleicht ein paar mehr wie an anderer Stelle, aber insgesamt 5.000 Einwohner mehr haben. Und wir haben eine Situation, wo wir von jedem Ort in der Verbandsgemeinde in 10 Minuten auf der Autobahn sind. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn man an anderer Stelle auch begreifen würde, dass ein Hochmuselübergang nur Sinn macht, wenn die Strecke dann durchgängig zu befahren ist, oder dass eine A1 nur dann Sinn macht, wenn sie auch durchgängig zu befahren wird, dann wäre es insgesamt für unsere Region noch attraktiver. Aber wenn wir diese Dinge uns wirklich vor Augen halten und dann sehen, dass Mittelbehörden, die SGD und andere dann behaupten, dass wir in den nächsten 5 Jahren 1500 Einwohner verlieren, dann frage ich mich, ob die auf dem richtigen Weg sind oder ob die nicht auf dem falschen Weg sind. Und das sind dann, wenn man das zusammensieht, 2.500 Personen Unterschied. Das hat Auswirkungen natürlich auf die Schulentwicklung, auf die Kita-Situation, auf die Entwicklung von Baugebieten etc., pp., Gewerbegebieten. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man auf Menschen wie euch auch mehr hört, dass man mehr darüber nachdenkt, wo die Entwicklung in der Welt hingeht und vielleicht nicht immer davon ausgeht, was vielleicht in der Vergangenheit mal irgendwann besprochen worden ist. Und dann, wenn ich mit euch beiden auch zusammen bin, leider muss ich sagen, viel zu wenig, weil ihr viel unterwegs seid und man selber natürlich auch, dann stellt man wirklich fest, dass ihr ein Team seid. Das ist auch immer dir wichtig, Hermann, dass es nicht heißt, der Hermann hat gemacht, sondern dass man ein Team ist und gemeinsam die Dinge erreicht hat. Und ich sage doch deshalb, weil meiner Frau Oma wichtig ist. Die hat auch ihre Dinge, die sie auf den Weg gebracht hat. Und deswegen ist man auch letztendlich, wie heute so oft gesagt, nur erfolgreich, wenn man gemeinsam die Dinge anpackt. Und mir ist einfach nochmal persönlich wichtig, und das ist ja auch gesagt worden, diese Bodenhaftung. Ich verfolge dann immer so ein bisschen in Facebook, wo ihr gerade unterwegs seid. Und ich wundere mich dann, wenn ich 2-3 Stunden später durch Hasborn fahre, denke ich, die haben dann auch eben ein Bild vom Flughafen oder von anderswo geschickt und auf einmal steht das Auto wieder in Hasborn. Und man würde ja auch diesen Aufwand, muss man sagen, letztendlich nicht auf sich nehmen, wenn es einem nicht hier gefallen würde. Und deswegen spricht es natürlich auf der einen Seite für die beiden, aber letztendlich auch für das ganze Dorf und alle, die hier wohnen, dass man auch gerne wieder hier hinkommt, sich freut, wenn Leute an der Haustür klingeln und sich austauschen. Und das macht dann letztendlich auch für das Dorf das Besondere, dass man wirklich aus der ganzen Welt sagt, hier fühle ich mich zu Hause. Und deswegen ist das ein Kompliment auch von euch beiden an das ganze Dorf, dass ihr das immer wieder auf euch nehmt. Und insofern mache ich mir auch keine Sorgen, dass ihr beiden als Ehrenbürger nun anders auftreten werdet, sondern ganz im Gegenteil, ihr werdet so bleiben wie bisher. Und das ist auch gut so und das freut uns alle. Und deswegen will ich damit schließen, dass Kant einmal gesagt hat, wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern um unsere Pflicht zu erfüllen. Und ich würde da sagen, dass das nicht unbedingt gilt, sondern würde dem von Ewald Balser, dem Autor, eher zustimmen, der einmal gesagt hat, die Welt lebt von Menschen, die eben mehr als ihre Pflicht erfüllen. Und so haben wir das eben gesagt. Und deshalb, ihr habt mehr als eure Pflicht getan. Viele andere hier im Raum haben mehr als ihre Pflicht getan. Und wir brauchen solche Menschen. Herzlichen Dank euch als neuen Ehrenbürger mit eurem Dorf wünsche ich alles Gute und heute natürlich noch einen schönen Abend. Wir haben, der Herr Johann hat dann gesagt, die Idee wäre von mir gewesen, ich habe ein vergleichbares Bild, was aber den Hajo auf die Idee gebracht hat, letztendlich es auch umzusetzen. Und wir haben dann gesagt, damit die Kommunalaufsicht das auch finanziell mitträgt, dann wird die Verbandsgemeinde noch zumindest einen kleinen Obolus dabei geben. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Liebe Hasbornerinnen, liebe Hasborner, liebe Gäste. Als mein Vater hörte, dass ich einen jungen Mann aus Hasborn kennenlernte, bevor er nach Hasborn, kehrte bei Annemie Kutscheid in die Kneipe ein, stellte sich zu den Männern an die Theke und ließ dann eine Frage einfließen. Wie ist denn der so, der Hermann? Oh, das also wusch! Dann kam ich mit meinem Miniröckchen und meinen langen Haaren nach Hasborn,
musselte den Hermann sogar öffentlich. Das war zu viel für die katholischen Simons. Und sie haben sich den Hermann zur Brust genommen und gesagt, das heißt nicht ich. Mein Schwiegervater verstarb früh, aber meine Schwiegermutter wurde eine sehr treue Begleiterin für unsere Familie. Inzwischen komme ich seit fast 50 Jahren mit dem wuschten Hermann nach Hasborn. Und ich frage mich aber, bin ich eine Hasbornerin? Der Hermann, das ist ein Hasborner. Fahren wir nicht alle drei Wochen nach Hasborn, wird der sehr krantig. Kaum sind wir hier angekommen, geht es hinaus auf Feld und Flur. Auf Rudendellen ganz weit entfernt kommt eine Gestalt, man kann sie gar nicht erkennen. Aber der Hermann sagt, ach, das ist Hecken Ewald, den erkenne ich am Gang. Zurück im Dorf hält ein Auto an. Die Leute fragen nach einem Weg. Die kriegen nicht sofort eine Antwort von dem Hermann. Da sagt der Hermann, wo seid ihr her? Begegnet er im Dorf jemanden, den er nicht kennt, dann sagt der Hermann, wer Bastau? Dann setzt er sich auf die Bank vor die Tür. CO2 ist in Hasborn noch nicht angekommen. Sehr bald gesellen sich dann Gillissen Richard und Hugo Zirbes zu dem Hermann. Dann reden die über die neuen und noch über die alten Zeiten, wobei die alten Zeiten ja viel besser waren. Ach, wie gut doch der Kuchen geschmeckt hat, den sie Vivi Jupp vom Milchbock geklaut haben. Oder wie spannend es war, als sie mit dem Schraubenzieher in den Steckdosen der Scheunen der Leute einen Kurzschluss verpasst haben. Aber das Lustigste überhaupt war, Steine auf Hieronymus und Robert zu schmeißen. Und zwar durch das Herzchen vom Abort, wo der da gerade zugange war. Aber auch ernste Dinge werden besprochen. Wie schlimm es war, als die Mutter in der Erntezeit erkrankte. Aber wie gut es war, dass dann Kolaröschen für ihn und den Vater gekocht hat. Das hat er nicht vergessen, Röschen. Ja, die alten Zeiten liegen dem Hermann sehr am Herzen und so rührt es mich, dass dieses Raubein um jeden Hasborner, der verstirbt, trauert. Er sagt, schon wieder einer weniger. Die alten Zeiten haben den Hermann geprägt, vor allen Dingen auch sein Bezug zum Geld. Ich will nicht sagen, dass er geizig ist, aber er passt sehr gut aufs Geld auf. Nur für Hasborn, da wird er ja glatt sein letztes Hemd ausziehen. Und so kann ich dem Hermann keine größere Freude machen, als mir wieder irgendeine Idee für Hasborn einfallen zu lassen. Da schafft er dann auch irgendwie das Geld bei. Und wenn es dann noch ein bisschen teurer wird, dann meckert er nicht, wie zum Beispiel, als er den Friedhofsmauer falsch ausgemessen hat. Der Hermann ist ein Hasborner. Er ist seiner Heimat treu geblieben. Er ist hinausgezogen in die Welt und er hat wirklich, das muss ich als seine schärfste Kritikerin sagen, seiner Heimat alle Ehre gemacht. Deshalb finde ich es ganz toll, dass ihr ihn heute zum Ehrenbürger macht. Ich weiß, dass er sich riesig darüber freut und mich habt ihr gleich noch gepackt, draufgepackt. Das ist sehr lieb von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich schulde vielen Hasbornern Dank für Salat, Gurken, Tomaten, Eier, Kuchen, Plätzchen, Fisch. Da müsste ich viele Namen nennen, aber ich möchte die Namen nennen, die meine Projekte unterstützt haben. Ich danke Alfred Stadtfeld für seine vorbildhafte Unterstützung des Kinderchores. Vielen Dank. Ich danke Tommy Bastgen, Franz Josef Clemens, Frank Schmitz,
Manfred Teusch, Pitt Schäfer und Elmar Konrad für die Unterstützung meiner naturerhaltenden Projekte in Hasborn. Vielen Dank. Ich danke Gisela Klaas und Rita Bayer dafür, dass sie das Dreifaltigkeitskapellchen so schön in Ordnung halten und so wunderbar dekorieren. Vielen, vielen Dank. Zum guten Schluss möchte ich mich bei einer ganz besonderen Person bedanken, die immer ein offenes Ohr für uns hatte, die uns auch sehr stark unterstützt hat. Das Dreifaltigkeitskapellchen wäre zum Beispiel niemals renoviert worden, wenn nicht Hajo Neumes die ganze Organisation übernommen hätte. Ich danke Hajo Neumes für eine großartige Leistung für das Dorf Hasborn. Hajo, ich wünsche dir und deiner Frau Christa für die Zukunft alles Gute. Aber gleichzeitig freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit Hermann Leister. Mit Hermann Leister, und ich bin überzeugt davon, Hermann, dass du ein ganz toller Bürgermeister werden wirst. Durch deine große Erfahrung mit dem Sportverein, der ja vielleicht mehr Mitglieder hat als Hasborn Einwohner, bist du an die Organisation einer Institution gewöhnt. Ich glaube, dass du das ganz, ganz toll machen wirst, vor allen Dingen, weil du in diesem Dorf sehr viele Sympathien hast. Ich danke auch dir und deiner Frau. Kann ich noch den nächsten Punkt? Ich sage vielen Dank, Hajo und Christa, und ich sage viel Glück, Hermann und Christa. Bevor ich mit meiner Rede anfange, muss ich zwei Sachen sagen. Erstens, die Hunsrücker, die können viel besser reden als ich. Zweitens habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe zu Zilli gesagt, du musst vor mir reden, aber nach so einer Rede, da hat man einen schweren Stand zu parieren. Lieber Herr Landrat, lieber Dennis, lieber Hajo, lieber Hermann, liebe Gäste, liebe heutige und ehemalige Hasborner. Wisst ihr, was ich bei den Lobreden gedacht habe? Herr, vergib ihnen, dass sie so übertrieben haben und vergib mir, dass ich mich daran erfreut habe. Ich danke allen sehr herzlich. Ihnen, Herr Landrat, unserem Bürgermeister Dennis Jung und nicht zuletzt unserem scheidenden Ortsbürgermeister Hajo Neumes. Hajo, es ist vielfach gesagt worden, aber was du in deiner 20-jährigen Amtszeit geleistet hast, das kann man einfach nicht in Worte fassen. Insofern müssen wir das über die Worte hinaus im Raum stehen lassen. Für mich persönlich waren die Zusammenarbeit und die Begegnungen mit dir stets gleichermaßen effektiv, weil du Dinge umgesetzt hast, und angenehm, weil unsere Beziehung stets positiv beladen war. Dafür danke ich dir. Hermann, dir gratuliere ich zur Bürgermeisterwahl, und auch an dich ist ein großes Dankeschön für deine ungeheure Arbeit gebracht, die du für den Sportverein geleistet hast. Es wurde schon erwähnt, dass Hasborn die schönste Sportanlage weit und breit hast. Das ist dein Verdienst. Jedes Mal, wenn ich im Sommer hier mit dem Fahrrad vorbeifahre, ist Hermann dabei, die Anlage in Schuss zu halten. Für die neue herausfordernde Aufgabe wünsche ich dir Erfolg und genauso viel Spaß. Lass uns wissen, wenn wir in irgendeiner Weise helfen können.
Ich freue mich auch sehr, dass so viele Hasborner und ehemalige gekommen sind. Das ist eine große Ehre für uns. Euch allen danke ich, dass ihr heute Abend dabei seid. Besonders darf ich den ehemaligen Bürgermeister Karl-Heinz Schleitweiler erwähnen, der einen weiten Weg auf sich genommen hat. Und Walter, als ehemaligen Bürgermeister, du warst du noch Bürgermeister des Amtes Manderscheid oder war das schon Verbandsgemeinde? Schon Verband. Ja. Also ich freue mich auch, dass ihr gekommen seid und die vielen anderen ehemaligen ebenfalls. Wie fühle ich mich nun als Ehrenbürger? Die Antwort ist ganz normal. Ich bleibe in der Simons-Hermann und schwätze weiterhin platt mit jedem, dem ich begegne, auch wenn er nicht platt kann. Ich bin praktisch mit jedem Hasborner per Du und das alles bleibt, wie es immer war. Wenn bei mir ein Gefühl überwiegt, dann ist das Dankbarkeit. Ich bin dankbar, eine Heimat und Wurzeln zu haben. Das ist keineswegs selbstverständlich. Ich kenne viele Menschen, die solche Wurzeln vermissen und einen darum beneiden. Und meine Heimat ist Hasborn, meine Wurzeln sind hier. Warum bin ich Hasborn so verbunden geblieben? Ich glaube, es liegt an den schönen Kindheits- und Jugenderinnerungen. Zu jenen Zeiten gab es eine enge Dorfgemeinschaft. Und Hermann, du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, wir wollen hier ein gutes Klima erhalten für die Zukunft. Ich glaube, Hasborn war immer ein besonders friedliches Dorf, ein Dorf mit gutem Klima. Das Dorf war damals natürlich viel kleiner. Alle waren Bauern. Das Zentrum des Dorfes war die Kreuzstraße. Den Ausdruck gebraucht heute keiner mehr, am Laden von Frank Schmitz. Und während der Ernte trafen sich alle auf den Feldern. Also die Dorfgemeinschaft war auch immer zusammen. Und ein Wunsch wäre von mir, der geht aber nicht in Erfüllung, dass ich mal einen Tag in dieser Welt der 1950er Jahre verbringen dürfte. Ich weiß nicht, wie man darauf reagieren würde, aber das wäre so ein Wunschtraum, der leider nicht erfüllbar ist. Wie hat sich Hasborn seither verändert in diesen mehr als 50 Jahren? Die Entwicklung ist fast fantastisch. Es ist schon mehrfach erwähnt worden, dass Hasborn das am stärksten gewachsene, prozentual am stärksten gewachsene Dorf im ganzen Kreis Bernkastel-Wittlich ist. Das hat mich selber überrascht, als ich diese Zahlen ausgewertet habe. Die Einwohnerzahl hat seit 1995 um 72% zugenommen, mehr als in jedem anderen Ort des Kreises. Das ist ein starkes Zeichen für die Attraktivität Hasborns. Wir haben eine Schule, wir haben ein Geschäft, eine gute Verkehrsanbindung, die Nähe zu Wittlich, das alles sind starke Punkte. Was wären meine Wünsche für die Zukunft? Ich habe 5. Es wäre schön, wenn mehr junge Hasborner in Hasborn blieben. Ich wünsche mir auch eine stärkere Integration der neuen Hasborner. Eine baldige Wiedereröffnung des Gasthauses Thomas. Und nach einem kürzlichen Gespräch mit jemandem, der damit zu tun hat, kann ich sagen, dass die Aussichten dafür nicht so schlecht stehen. Ich wünsche mir auch eine Lösung für den Durchgangsverkehr und eine Schalldämmung der Autobahn. Und nicht zuletzt, da bin ich bei meinem Spezialgebiet, könnten wir in Hasborn mehr Selbstständige und Unternehmer gebrauchen. Das ist ein Appell vor allem an die jungen Leute. Ich bin also insgesamt optimistisch. Ich bin optimistisch für die Region. Der Kreis Bernkastel-Wittlich wird wachsen. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land wird weiter wachsen und Hasborn auch, unser Dorf, bleibt attraktiv und deshalb schließe ich mit einem kurzen Gedicht. Das hat damit zu tun, dass ich immer wieder wegfahren muss, ein paar Tage, aber dann wiederkomme.
Von Hasborn fällt der Abschied schwer, doch stets gibt's eine Wiederkehr. Das Träumen von den alten Eichen tut mir tief das Herz erweichen. Wohin auch meine Wege führen, ihren Ruf kann ich erspüren. Ihm folg ich mit Beharrlichkeit und kehre wieder in der Zeit. Dankeschön. Ich darf mich ganz herzlich im Namen von euch allen, also von allen Hasbornern, auch ehemaligen Hasbornern, recht herzlich bedanken für eure beiden Redebeiträge, auch die Redebeiträge vom Landrat Eibis, Bürgermeister Dennis Jung. Ich freue mich, dass wir heute diese Veranstaltung so in dieser Form machen konnten. Es ist ein Höhepunkt mit Sicherheit für die Familie Simon. Es war auch ein Höhepunkt für mich im Rahmen meiner Verabschiedung. Und ich kann Ihnen nur das sagen, weil ich eben schon mal gesagt habe, dass ich mir wünsche, dass der neue Gemeinderat Erfolg mit seiner Arbeit hat. Wir müssen jetzt noch eine kleine Formalie machen. Ist halt eben so, dass die Formalie ist, die Gemeinderatssitzung ist offiziell jetzt beendet. Wer ist jetzt da? Wir dürfen uns dann noch bedanken bei allen, die zu dem heutigen Abend beigetragen haben. Einmal die vielen Helfer aus dem Gemeinderat, aus dem Ort, die gestern Abend hier alles vorbereitet haben, die heute Abend auch nochmal alles wegräumen werden. Ich darf mich aber auch bedanken an die Leute, die hier dafür gesorgt haben, dass wir den Schmuck haben, dass wir heute Abend eine vernünftige hier insgesamt eine Bedienung haben. Ich darf mich beim Gesangverein Hasborn Flussbach recht herzlich für die Beiträge entsprechend bedanken. Ich darf dann nachher vielleicht noch zum Abschluss zu einem Beitrag noch einen, oder wie war das? Ja, okay, noch einen Vortrag entsprechend. Und danach ist die offizielle Veranstaltung beendet. Wir dürfen, beziehungsweise im Namen des Gemeinderates Hasborn, darf ich euch alle dann zum Essen einladen. Es ist alles vorbereitet und hoffe, dass ihr noch viele schöne Stunden hier bei uns habt. Und jeder, der jetzt von außerhalb zu uns gekommen hat, ist herzlichst eingeladen, jederzeit wiederzukommen. Vielen Dank.